Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß dich. Der Hannes ist jetzt gerade aktuell da, am SummerSlam-Wochenende. Wir haben eigentlich nichts zu tun, aber es ist so warm, ihr seht es ja selber, die Sonne brennt. Da wollen wir uns ein bisschen abkühlen und weil hier kein Wasser ist, haben wir gedacht, wir kreieren eine neue Maß. Und da, pass auf, kommt es her, ich war in Gera beim GoFest, wir waren Schnitzelhaus essen mit Thomas und so weiter. Da stand an der Wand, an der Karte irgendwas mit Greek Orange als Getränk, was du dir bestellen kannst. Wenn ihr nicht wisst, was Greek Orange ist, dann passt jetzt auf in der Folge, denn das sind schon zwei Komponenten. Ich, schlauer Fuchs, habe mich inspirieren lassen und gedacht, da machen wir eine Maß draus, eine Greek Maß. Zuerst brauchen wir natürlich unsere Maßkrüge. Da ein großes Lob an den Eiskorb Jens, der bleibt uns weiter treu und schickt uns weiterhin für jede Maß ein neues Maßkrügle. So. Das sieht aber nicht sauber aus. Waren die schon mal benutzt oder was? Jetzt sehe ich ja hier, da ist gar nicht mehr original verpackt. Also langsam wird es recycelt, so wie es ausschaut. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Maßkrug. Das ist wichtig. Was ich auch sehe, ist von der Kamera hier. Guck mal jetzt. Zack, ich habe was Schwarzes auf der Hand. Das ist die Kamera. Jetzt da, jetzt weg. Jetzt da, jetzt weg. Das sieht lustig aus. Das ist wegen der Sonne. Es ist jetzt 18.30 Uhr ungefähr. Ich glaube, wenn wir 20 Uhr raus wären, dann wäre wahrscheinlich die Sonne weg. Aber wir haben jetzt Durst deswegen. Jede Maß hat als Grundlage eine Flasche Bier. Eine Maß ist ein Liter. Wir brauchen also einen halben Liter erstmal Bier. Ich habe, das habe ich schon hier rübergelegt. Soll ich es dir aufmachen? Ja, bitte, danke. Bitte schön. Wenn ihr euch fragt, wieso wir jetzt unbedingt Holsten genommen haben, das hat keinen weiteren Sinn, außer dass vom Geburtstag noch ein Kasten Holsten übrig geblieben ist. Ich weiß gar nicht, wo der her ist. Hat den der David geholt, nochmal extra? Oder ist das der, den der Danny mitgebracht hat? Irgendwie stand auf einmal in der Geburtstagslocation ein Kasten Holsten. Am nächsten Tag, als alle weg sind, stand der Kasten Holsten alleine da. Da war noch was drin, die anderen waren leer. Da musste ich den natürlich mit nach Hause nehmen. Deswegen als Grundierung erstmal ein Bier, 0,5, in dem Falle Holz, den haben wir auch jetzt extra wieder im Kühlschrank gehabt, dass das schön gekühlt ist. So, ich habe hier unten auch extra eine fette Kühltasche, die ist auch in der Geburtstagslocation, stand die auf einmal rum, haben wir da mitgenommen, da habt ihr irgendwie so Sahnetorte rein. Genau. Die zweite Komponente ist Orangensaft. Greek Orange, natürlich Orangensaft. Und da war ich irritiert. Das ist Rewe beste Wahl. Das ist mega billig eigentlich, aber das hat auch schon 2,50 Euro gekostet oder so. Wie teuer ist bitteschön Saft? Ihr merkt, ich kaufe nie Saft. Dann kaufst du einmal Saft, dann denkst du dir, wie teuer ist das denn? Und Hannes, wieso sieht denn die Flasche so aus, wie sie aussieht? Siehst du das, wenn ich hier die hinstelle und reingucke? Sieht es aus, als wäre da ein halbes Gewächshaus drin. Ach so, es ist außen dran. Die Flasche ist einfach nur abartig und dreckig. Ich habe es nur von der Seite gesehen, habe gedacht, das ist innen drin, da ist, hat sich irgendwas gezüchtet. Nee, es ist einfach der andere Rest. Hier ist auch Fruchtfleisch drin, in dem Orangensaft. Okay. Wir schütteln es mal rum. Theoretisch müsste man ja jetzt, wenn das ein Liter ist, den so aufteilen, dass die Packung Orangensaft leer ist. Guckt euch die schöne Farbe an. Herrlich. Wir ziehen das jetzt erstmal hier rein. Herrlich, herrlich. In der Hoffnung, dass das irgendwie bis zur Markierung geht. Oh, was eine super Farbe. Hannes, guck dir die Farbe an. Sieht aus wie die Schneemaß. Ja. So ein bisschen, als wäre der jetzt schön. Aber herrlich. Sieht gut aus. Eis mit drin. Ja. Eigentlich sieht es jetzt aus wie einfach nur Orangensaft. Perfekt. So, jetzt muss ich den Rest. Sieht aber gut aus. Noch aufteilen. Einmal hier, einmal da. Ich glaube wirklich von den Farben her ist es gerade eine der schönsten, die wir bisher so hatten. Mit einer der schönsten auf jeden Fall. Das verstehe ich jetzt aber trotzdem wieder nicht. 0,5 Liter Bier und hier ist ein Liter drin. Wieso ist das denn jetzt schon wieder so weit über dem Strich? Das geht doch gar nicht.
ist mehr in dem Bier drin, ist mehr in dem Saft drin. Das wäre ja schön, dass man mehr kriegt für den Preis. Oder sind die Gläser gar nicht geeicht und der Strich ist gar nicht bei einem Liter, sondern der Strich ist einfach nur behindert und ein Liter ist einfach viel, viel mehr. So. Obwohl es dran steht. So, das ist die zweite Komponente. Guckt euch die super Fab an. Das ist super, das ist ein Fab. Aber bevor wir es fürs Thumbnail richtig hochhalten, jede Maß besteht aus drei Komponenten. Und jetzt guckt euch das an. Was ist das denn? Das ist weiß. Das war vorhin nicht weiß, das war vorhin durchsichtig. Jetzt konnte man hier, da kann man so rummachen, da kann man den Schnee abkratzen, genau. Und dann sieht man auch erstmal wieder, dass da was drin ist. Was sich überhaupt bewegt, das habe ich nämlich jetzt extra im Eisfach gehabt. Und das ist Uso. Deswegen auch Greek Orange bei dem Getränk. Das war Uso mit Orangensaft. Und deswegen ist das die Greek Mars. Die Greek Mars mit Orangensaft, mit Uso und eben halt einem halben Liter Bier. Wir haben auch extra den genommen. Wir hatten verschiedene zur Auswahl, aber der sah erstens irgendwie billig aus. Das war auch der günstigste, hat trotzdem 7 Euro gekostet. Aber gleichzeitig sah der auch am griechischsten aus. Denn hier dieses Kithara Uso, griechische Anis-Spezialität mit diesem griechischen Tempel, also diesem griechischen Gebäude, diesem Palast, der sah am schönsten aus. Bitte beachten, kristalline Ausfällungen bzw. Trübungen der Flüssigkeit bei Temperaturen unter 6 Grad stellen keine Qualitätsminderung dar. Rückbildung erfolgt bei Erwärmung auf Zimmertemperatur. Destilliert und abgefüllt durch Gavino und so weiter in Griechenland. Das ist super. 37,5. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich glaube, je länger man den hält, sieht man, dass sich halt hier oben diese das Weiße sich wieder auflöst und wieder durchsichtig wird. Ansonsten habt ihr hier unten halt die ganze Blöre. Jetzt kommen hier auch schon die Bienen an. So, wir machen den jetzt auf. Schnüffel mal kurz. Oh, wie viel kommt da jetzt da rein, Hannes? Eigentlich macht man immer einen Stammball und deswegen sage ich, Machen wir drei Stammball. Ist jetzt, es haben nur zwei reingepasst, deswegen machen wir jetzt mal hier eins, zwei und hier den dritten Stammball. So. Da ist die Flasche auch schon wieder fast leer. Das sieht gut aus. Die griechische Uso-Flasche. Den kann man jetzt aufheben fürs Wrestling-Wochenende und vielleicht zwischendurch. Yo. Hannes mag kein Uso. Wir tippen immer. Er sagt immer, er sagt, der gewinnt, ich sag, der gewinnt. Immer wenn Hannes falsch liegt, muss er ein Uso mit mir trinken. Oh, ja. Das ist dann gleich wie eine Bestrafung. Ja. Die packe ich jetzt mal wieder hier unten in die Tüte rein, weil die Tüte nehmen wir hier wieder mit. Die Tüte tue ich hier an den Rand und dann sage ich mal, jetzt müssen wir es irgendwie hochhalten fürs Thumbnail. So. Das ist die Greek Mars. Guckt die euch an. Die sieht aus wie ein Schneemaß, aber irgendwie doch anders, weil sie ein bisschen gelber und heller ist und orangiger. Und jetzt würde ich sagen, Prost, Hannes. Probier sie mal. Na gut, ich wollte umrühren, aber okay, scheiß drauf. Nix umrühren. Du rührst jetzt mit der Zunge um. Jetzt ist er positiv überrascht. Da verwette ich alles drauf. Er hat nämlich den Nachgeschmack vom Uso sonst immer und sagt, boah, aber jetzt? Der kommt das Fruchtige durch. Ja, richtig, ja. Total das Fruchtige. Das Fruchtige der Orange ist direkt präsent. Du hast so ein bisschen Anisnote mit Orangenabgang. Leicht, ja. Und das ist übelst interessant. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Maß. Die wird wieder komplett getrunken. Die werden wir auf jeden Fall genießen. Ich sehe, der Akku nimmt auch ab. Das die ist auf jeden Fall machen. Die kann man definitiv wieder eine Kuli. Nochmal machen. Braucht man nochmal Orangensaft? Kein Problem. Bier haben wir immer noch im Keller stehen. Wespen sind auch immer da. Also die kann man nochmal machen. Vielleicht auch mal zu Hause probieren lassen. Das Muttertier oder so, dass die sagt, ja, das ist aber super. So, habt ihr das schon mal probiert? Seid ihr Uso-Trinker? Habt ihr noch andere Ideen für Maßgetränke? Eine haben wir noch. Da werdet ihr aber dann beim nächsten Mal was dazu sehen. Das habe ich auch abgekupfert. Auf jeden Fall fand ich die Idee cool. Greek Orange, habe gesagt, das musst du mal als Maß machen.
hat funktioniert. Super genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Pfiat's euch. Pfiat's euch. Komm, wir nehmen noch mal einen Schluck. Noch einen kräftigen Schluck, so jawohl. War. Und schön gekühlt ist es auch noch. Wunderbar, perfekt. So muss eine Maß sein.